Hier darf die Milchkuh selbst entscheiden, wann sie ihre Milch loswerden möchte. Automatisch öffnen sich die Gatter zum Melkstand. Mit einer Routine und Geduld, die nur Robotern innewohnt, setzt sich das computergelenkte Melkzeug auf die Zitzen. 7 bis 8 Minuten später hat sich die Kuh von ihrer Milch erleichtert und nebenbei die ihr zugedachte Menge Kraftfutter gefressen. 3 Millionen Euro hat Familie Müller in ihren neuen Kuhstall, in Melktechnik und Güllebehälter investiert. Ein mutiger Schritt in Zeiten niedriger Milchpreise. Anpacken oder einpacken, lautet die Devise. Hier im Dorf Wallin hat man sich fürs Anpacken entschieden. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb. Wenn wir so eine Investition tätigen, dann muss man auch weiterblicken. Die Anforderungen an das Tierwohl werden immer weiter höher geschraubt und auch darauf müssen wir vorbereitet sein. Deshalb haben wir nicht gekleckert, sondern geklotzt und ich denke mal, wir sind gut gerüstet für die nächsten Jahre. Den 250 Milchkühen stehen im neuen Stall mehr Platz und mehr Komfort zur Verfügung. Lichtdurchflutet, gut durchlüftet, breite Laufgänge, trockene Tiefboxen und weiche Liegematten. Bedingungen, die auch kommenden Anforderungen an die Tierhaltung genügen sollen. Die Melkroboter sind das Herzstück des Stalls und gleichzeitig Instrument des Herdenmanagements. Neben Milchmenge und Milchqualität werden vom Computer Leitfähigkeit und Farbwert der Milch erfasst. Daten, die Aufschluss über die Eutergesundheit geben. Zudem ermittelt ein Transponder am Halsband die Bewegungsaktivität und das Fressverhalten der Kuh. Dadurch habe ich Rückschlüsse auf die Gesundheit der Tiere. Wenn sie nicht fressen, sind sie krank oder sind sie lahm. Die Bewegungsaktivität zeigt mir, wenn erhöhte Aktivität ist, ist das Tier sehr wahrscheinlich brünstig. Das heißt, es sucht den Bullen. Hier in dem Fall kommt dann am anderen Tag der Besamer. Es gibt ganz, ganz viele Auswertungen, wo ich sehen kann, wie die Tiere wirklich drauf sind. Ruhiger sei es im Stall geworden, meint Pitmuller. Er wird den Betrieb seiner Eltern später übernehmen, ist passionierter Züchter und mit der Milchviehhaltung groß geworden. Die Kühe sind relaxter, sagt er. Das macht sich auch in der Milchleistung bemerkbar. Ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme stieg die durchschnittliche Tagesgesamtmenge von 6.000 auf 8.500 Liter. Das Ziel liegt bei 10.000. Die Kuh kann ihren eigenen Rhythmus entwickeln, darf morgens auch mal länger liegen bleiben. Gleiches gilt für Familie Müller. Mit der Lebensqualität der Milchkühe steigt auch ihre eigene. Wir haben wesentlich flexible Arbeitszeiten. Ich muss nicht mehr wie früher im Melkstand morgens um 4 da sein und mittags um 3, weil die Kühe Druck haben. Ich kann am Wochenende mal eine halbe Stunde länger schlafen und halt dann eine halbe Stunde später anfangen. Das stört die Kühe überhaupt nicht, weil sie sich ihre Melkzeiten selber raussuchen können. Und die Tiere, die es verpasst haben, da kommt es dann auf die halbe Stunde auch nicht mehr drauf an. Neue Wege gehen, Alternativen suchen, moderne Vermarktungsmöglichkeiten testen. Das hat Prinzip in Wallin. 2016, zu Zeiten der größten Milchkrise, installierte der Betrieb einen Milchautomaten im Dorf. Hier kann man nun an 7 Tagen der Woche zu jeder Uhrzeit frische Rohmilch selber zapfen. Obwohl viele Kritiker hier gesagt haben, das wird hier nicht funktionieren, es hat funktioniert und wir standen mehr als einmal gegenüber am Fenster und haben rübergeguckt, wenn die Leute da lange standen. Und das hat sehr, sehr viel Mut gegeben, gerade wo die Milchpreise so schlecht waren. Dieses direkte Feedback von den Leuten, wir wollen euch unterstützen, wir wollen, dass das Geld da ankommt, wo es hingehört, das gibt wirklich Mut und das macht, ja, gibt die nötige Energie, um auch diese Zeiten durchzustehen. Für die Müllers galt es in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, mutige Entschlüsse zu fassen. Ob der neue Stall auch für die jüngste Generation des Hofes einst Arbeitsplatz, Broterwerb und Lebenswerk bedeuten kann, hängt weiterhin vom Milchpreis ab. Noch herrscht hier Optimismus, dass die Milchviehhaltung ein Familienerbe bleibt.